Liebe Leute, hier ist euer Dragner. Herzlich willkommen zurück zu Europa Universalis mit dem Aztekenreich. So, zwei Kommentare, auf die möchte ich mal direkt eingehen. Einmal, ob wir nicht Kolumbien zum Handelshaus machen können. Nein, können wir nicht, wie ich schon fast vermutet habe. Das ist, glaube ich, diese Kontinentregelung. Man kann ja Handelshäuser, glaube ich, nur auf anderen Kontinenten gründen, soweit ich das weiß. Ich habe ehrlich gesagt noch nie mit Handelshäusern gespielt, weil ich ja meistens in Europa unterwegs bin und selten Kolonien habe. Funktioniert nicht, ist ausgegraut, Satelliten starten ja sowieso nicht. Ich habe aber schon gesehen, in Ciudad da zum Beispiel, hier könnten wir ein Handelshaus machen. Da ich noch nie ein Handelshaus hatte, werde ich das jetzt auch einfach tun. Also wir kriegen auf jeden Fall mehr Handelseinfluss, wir können schlechter missionieren, das ist okay. Ein bisschen mehr Flotte, ein bisschen Institutionenverbreitung, was ich schön finde. Verwaltungskosten gehen nach oben. Zack, werde ich einfach mal machen. Bei dem Rest haben wir ja schon zum Staatsgebiet gemacht, da geht es nicht mehr. Punkt Nummer 2. Schottland existiert nicht mehr. Die Idee, dass wir uns hier irgendwo einen Flottenstützpunkt holen und Truppenzugang holen und dann so über England drüber marschieren, war hervorragend. Zu dem Zeitpunkt, als der Kommentar geschrieben wurde, vielleicht hat da noch ein Stück Schottland irgendwo existiert, das weiß ich nicht. Zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr möglich. So. Dann ist mir noch eingefallen, wir haben ja jetzt zwei Vasallen, Lipan und Musika. Ich bin da gerade dabei, das hier alles zu koren. Ich muss aber feststellen, ich möchte das nicht alles koren. Was habt ihr eigentlich für eine Religion beide? Lipan hat... Sehe ich hier gar nicht. Cool. Einmal Musika, du bist... Intisch? Ist die Religion? Ja. Nahualitisch, okay. Und du bist du bist katholisch, okay. Das werden wir noch ändern müssen. Wir könnten es bei Lipan eigentlich sofort machen, indem wir die Religion durchsetzen. Ah, bärisches Handelshaus. Oh, okay. Lipan, Religion durchsetzen. Geh mal auf 100%, ist mir egal. Musika machen wir das gleiche und Taffy Lafalette da lassen wir es mal. Taffy Lafalette lassen wir es mal. Ja, und dann ist mir eingefallen, wie gesagt, wir könnten das Gebiet, ja, was wir jetzt nicht koren wollen, auch einfach an Obizwick. An Musiker geben, aber guckt mal die Entwicklung davon an. Ach du Scheiße. hallo? 28? Okay, das gehört uns noch nicht. Nein, wir werden das alles vereinnahmen. Ich werde... Hier gerade überlege ich gerade ein bisschen, ob wir 10, 14, 17, 21. Hallo, was ist das für eine Entwicklung hier? Ja. Hui! Musiker hat 63 Entwicklung. Ah ne, das ist Moment, muss ich. Wo sieht man denn die Entwicklung von einer Nation? Irgendwo hat man das doch gesehen, wie viel Gesamtentwicklung die haben. Hier sieht man es auf jeden Fall wahrscheinlich unter Land. Provinzentwicklung. Ah, nee. Gesamtentwicklung hätte ich gerne. Provinzübersicht. Land. Hier. Unsere gilt nicht als Verbündeten. Muisika. 139. Das ist voll nicht übel, Leute. Das ist voll gar nicht übel. Es ist eine Kolonie. Ah, da werden wir uns noch ein bisschen was überlegen müssen.
Weil das alles ständig zu kolonisieren ist halt trotzdem heftig. Aber wenn ich mir die Gebiete so anschaue hier. Gut, da haben wir jetzt erst eine Provinz. Da müsste man ein bisschen auf die Gebiete achten. Aber ich will ja auch nicht alles umwandeln eigentlich. Das könnten wir jetzt zum Beispiel umwandeln. Unsere beste hier, ja. Müssten wir eigentlich. Okay, wir lassen es erstmal. Wir drücken das einigermaßen mal durch. Zentral, okay. Hier haben wir zum Beispiel eine Provinz. Guagarane, das gehört mir zwar schon, das kriegt trotzdem jetzt Muisika. Um die Gebiete hier ein bisschen anzupassen. Muisika Provinz zusprechen, Guangarane hier, das. Zack. Dann haben wir als Venezuela. Geben wir auf gar keinen Fall her, aber Coro können sie behalten. Coro können sie behalten. Frage ist, ob ich ihnen noch was geben möchte. 10, 14, 24. Ah, habe ich anscheinend sogar schon zum Staatsgebiet gemacht. Okay, komm. Zieh mal's durch. Du wirst auf jeden Fall Staatsgebiet. Amazonas 1 von 4. Wo ist das Amazonasgebiet? Sollte das nicht eigentlich hier? Ah, nee, hier unten wahrscheinlich irgendwo. Hä? Amazonas? Amazonas. Nur das. Okay. Ja, wir lassen es einfach mal so. Wir lassen es einfach. So, gut. Dann wollten wir... Ich muss mich ein bisschen orientieren. Hier gehen wir in die Tech-Stufen rein. Was könnten wir denn? Unterhalt Armee. Ja, aber da brauchen wir eigentlich Militär. Hier 11%. Kommt sehr langsam bei uns an. Okay. Dann haben wir hier so ein Handelshaus. Investition fördern. Und wir können hier was bauen. Wie können wir denn, ist das ein normales Gebäude oder was ist das? Das sind die normalen Gebäude. Oh, ich sehe gerade, wir können unsere Handelsdepots ausbessern. Ihr könnt euch Investitionen in Handelshäuser leisten. War anscheinend falsch, wo ich jetzt hingeklickt habe. Ich habe mich mit diesen Handelshäusern noch nie beschäftigt, tatsächlich. Stand doch gerade was von Admiralszeug und so. Anscheinend nicht das hier gemeint. Ja, wie fördere ich denn da was? Pix. Ah, hier. Hier. Versorgungslimit. Versorgungslimit. Einheitenlimit. Okay. Produktionseffizienz. Was wird denn hier hergestellt? Fischen. Okay, das kannst du mit Produktion kannst du da knicken. Handelsgüter. Was haben wir denn hier? Handelssteuerung. 50%. Das ist natürlich in der Region hier sehr schön. Provinzhandelseinfluss, Einheitenlimit Flotte plus 5, Steuereinnahmen lokal, Handelswert 10%, Armee, oh, das nehmen wir. 1000 Dukaten nehmen wir.
So, dann könnten wir noch hier so den ein oder anderen Handelsplatz können wir noch aufrüsten. Haben wir gemacht. Können wir sonst noch irgendwas aufrüsten? Nur für Geld, das wir jetzt nicht mehr haben. Okay. Dann, wir haben jetzt schon 10 Minuten verplappert. Wir starten mal ins Spiel hinein. Ich muss gestehen, ich weiß so langsam nicht mehr, wie wir das Spiel hier noch rumreißen können. Was ist denn das? Texas. Kolonialnation Portugal. Ein Kriegsgrund. Machen wir uns mal einen Kriegsgrund auf jeden Fall. Hier unten. Das ist portugiesisch-okzidental. Okay. Werden wir auch mal ein Spionagenetzwerk aufbauen. Porto, sehr gut. Dann nehme ich mal an, nachdem uns Frankreich verlassen hat, einen weiteren starken Verbündeten kriegen wir nach wie vor nicht. Nein. Wars, Toskana, Österreicher. Österreich werden wir nicht so weit entfernt. Polen. Moment mal. Österreich. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, was machen wir denn jetzt hier überhaupt? Spionagenetzwerk, Beziehungen, eigene Untertanen, Liebhabern. Komm mal zurück. Ich hätte gerne Beziehungen in Österreich. Wer sind denn die großen Mächte? Weder Österreich noch Polen. Das ist nicht gut. Da sind wir, glaube ich, weit entfernt. Ah, okay. Großbritannien. Ungarn weit entfernt. Polen. Wie stark wäre denn theoretisch Österreich und Polen? Polen. Geh weg, Polen. Huch. Warum ist jetzt mein... Hä? Discord-Direktnachrichten? Was ist denn jetzt passiert? Österreich. Österreich wäre jetzt nicht so schlecht. 61.000 Mann. Okay. Muss man mal im Auge behalten. Hier haben wir ein Großschiff. Okay, da war ja irgendwas. Wir fahren mal hier rüber. Können wir eigentlich, fällt mir gerade so ein, können wir eigentlich ein Flaggschiff bauen? Flaggschiff könnten wir auch mal bauen. Kanonen, Flaggschiff, Handelsmacht. Nee, wir bräuchten Moralflotte zum Beispiel. Gefechtsbreite, Flotteeinfluss auf Belagerung, Geschwindigkeit, Flotte, Haltbarkeit, Bewegungsgeschwindigkeit, Auf- und Abladen, monatliche Chance auf Admin, bla bla bla. Freibeuter, Flotten, Tradition durch Seeschlachten. Oh, das ist auch nett. Oder die Gefechtsbreite. Ich glaube eher die Gefechtsbreite. Unterhalt 2.1, Großschiff. Kostet mich. Gar nichts. Wir nennen unser Flaggschiff wie immer Die Happy. Nicht sehr aztekisch, ich weiß, aber... Bauen. Okay, wir bauen ein Flaggschiff, geil. Hätten wir auch schon früher machen können. Wie viele Flotten-Dingsbums haben wir denn hier noch? Ja, okay, ein bisschen was könnte man noch bauen. Ein bisschen was könnten wir noch bauen. Wie schaut es denn eigentlich hier aus? 9 in Sevilla, genau. Deswegen fährst du auch in Sevilla. Ein General zu viel, das ist in Ordnung. Dann hätten wir hier die Aufständischen. Das ist nicht so das Problem. Aber wir können den Rest hier noch koren.
könnten unsere Armeen allerdings trainieren lassen. Oder machen wir das nicht wegen Aufständischen? Wo haben wir es denn? Haben wir gar keine Aufständischen? Was? Okay. Interessant, interessant. Na dann. Na dann. So, Entdeckerideen. Wir könnten hier uns hier jetzt durchdrücken. Einheitenlimit. Ja, machen wir. Machen wir. Kostenlose Richtlinie. Verschleißarmee, Regeneration, Rekrutenreserve. Machen wir. Nehmen wir mit. Okay. Dann hängen wir jetzt hier immer noch hinterher. Ist okay, aber 1917, das passt. Die 15 da oben sollten mal weg. Und hier Unterhaltarmee wäre zwar einerseits sehr schön. Korruption bekämpfen. Minus 51 Dukaten. Okay, aber dafür ist die Korruption fast runter. Und hier gehen wir aber noch einmal rein. Haben wir hier irgendwas? Alles in Admin. Okay, unsere Ansprüche sind fertig. Einmal hier. Einmal hier, bitte schon. Dann raus und raus. Ja, am liebsten muss ich einfach gestehen, hätte ich gerne Venedig im Bündnis, aber geht halt mal gar nicht. Aber Österreich wäre halt echt auch nicht schlecht. Ja, das machst du wahrscheinlich nicht, nee. Das geht nicht. Doch, würde schon gehen, oder? Nee, geht nicht. Du bist reformiert. Interessant. Geld schicken wird nichts bringen. Wird eher nichts werden damit. Oh, Großbritannien hier unten. Auch interessant. Ja, komm. Geld lassen wir dabei mal. Geld lassen wir mal. Wir konzentrieren uns hier noch ein bisschen auf die Korruption. So, jetzt ist nur die Frage, wollen wir jetzt hier irgendwo einen Krieg erklären? Wie viele Kolonien haben wir denn momentan? Zwei, die gleich fertig sind. Das ist doch schön. Wir könnten hier den Krieg erklären. Nee, können wir nicht. Wir haben eine Waffenruhe. Also wir haben ja wahrscheinlich auch eine Waffenruhe hier oben. Nein, hier hätten wir keine. Das könnten wir ohne Probleme erobern. So, das war Österreich. So, da machen wir jetzt gar nicht lange rum. Da wären wir wieder gleichgezogen. Wie schaut's aus? 14%. Gut, hier wird es wahrscheinlich als erstes fertig. Lissabon 9%. Nicht einmal, nicht einmal. Ist halt die Frage, ob man da jetzt wieder reinpumpt. Punkte. Was ich aber eigentlich gerade nicht machen möchte.
Sitze im Parlament. Eines der folgenden Punkte hat Universität. Ah, okay, ich müsste in Europa sitzen. Gut, wir könnten natürlich die Hauptstadt umziehen, aber das werden wir natürlich auf gar keinen Fall machen. Dann wäre kein Problem, nach Lissabon zum Beispiel zu gehen, aber ich halte davon tatsächlich nicht viel. Zum effektiven Spielen sollte man das vielleicht machen, aber dann hätten wir auch katholisch werden sollen, aber ja, ich möchte sowas einfach nicht. Punkt. Ich will nicht immer unbedingt effektiv spielen, sondern für mich gehört auch eine gewisse Logik dazu. Ich bin Azteke, die Hauptstadt gehört ins Aztekenreich. Punkt. Wir könnten eine neue Kolonie ausheben, zwei neue Kolonien ausheben. Werden wir tun. Hier und hier. Wir holen dafür auch Truppen hierher. Portugiesisch Mexiko, Portugiesisch Louisiana. Okay. Wir gucken trotzdem nochmal nach. Bündnis anbieten. Wir bräuchten Bündnisse in Europa. Jetzt will uns Österreich, will uns gar nicht mehr plötzlich. Österreich ist auch noch mit Spanien verbündet. Ja. Okay, wir könnten uns natürlich auch Lucca, Genua. Der Flottenstützpunkt hier und dann halt nach Rom marschieren, aber so wirklich interessant ist das jetzt auch nicht, muss man gestehen. Schweden. Bernung zur Grenze. Puh. Die Provence. Wird auch nicht stark genug. Das ist so ein bisschen das Problem gerade alles. Ja, schwer, schwer, schwer. Ich bin mir gerade noch nicht so sicher. Ich befürchte langsam, es wird für uns nicht zu schaffen sein, das Achievement momentan. Es ist wirklich ein bisschen, ja. Kriegen wir die 15.000 noch? Ja, das wäre natürlich, ja. Jetzt alle Truppen gewiped, oder? Ja. Alles weg, alles weg. Wir holen uns auf jeden Fall noch die Schiffe hier. Na, das war falsch. So. So, so. So, da unten sind unsere Truppen noch nicht da, blöderweise. Ja, wir geben die 20 Dukaten aus. Geh mal hier rein. Hier unten rein. Schiffe sind alle weg, glaube ich. Kolonie beschädigt. Ist sie weg? Ja. Alle Schiffe weg? Ja. Dann zurück. So. Ah ne, da sind ja noch zwei Schiffe. Hier sind noch zwei Schiffe. Ich hätte das gerne hier alles für Lipan. Aber schauen wir mal, ob wir das uns von der aggressiven Expansion her überhaupt leisten können. So, jetzt sind alle Schiffe weg. Biloxi.
Ja. Was besetzt? Das da oben ist besetzt. Hat auch noch alles dazu anscheinend. Wir können uns schon wieder was leisten hier. Ich hab schon wieder vergessen, wo es... Ah, hier, glaube ich, war es. Können wir das alles ausbauen? Nee. Wäre ja schon Wahnsinn. Aber nee, möchte ich jetzt auch gerade nicht. Das bisschen Geld, was wir haben, investieren wir jetzt erstmal in unser Land. Größere Handelshäuser und größere Handelsmärkte und sowas. Entwicklungskosten lokal minus 20%. Hört sich zwar gut an, aber weiß ich gerade nicht, was ich damit machen soll. Ja, wir könnten mal natürlich noch unsere Rivalen Embargos verhängen. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Na, Moment. Spanien. Spanien. Ich will doch nur auf die Flagge klicken. Wirtschaft. Sowas habe ich noch gar nicht gemacht. In dem Spiel bin ich normalerweise... Klar, wenn man in Europa spielt, ist das ein bisschen was anderes. Da macht man sowas eher... Ich habe zum Beispiel mal im Singleplayer oder nicht im Iron Man, einfach so für mich, bevor ich hinspiele, mal ein bisschen mit Holland gespielt. Habe ich auch noch nie davor gehabt. Da wird sofort Embargo verhängt. Du gehst wohin? Dahin. Okay, ich glaube, wir sind fertig gleich. Ich glaube, wir haben's. Kleines bisschen anscheinend noch. So, jetzt holen wir uns... Ah, okay, ich dachte jetzt Unterhalt Armee. Inflationsreduktion nehmen wir noch mit. Jetzt gehen wir hier auf jeden Fall wieder auf Admin. Spanien hat nicht rivalisiert. Ja, wundert mich, dass das bisher noch nicht passiert ist, ehrlich gesagt. Kleines bisschen anscheinend noch, ja. Okay, du bleibst jetzt mal hier unten stehen. Schauen wir mal, wie viel wir uns jetzt gleich davon holen können. Wir können ja jetzt halt schon mal gucken. Ja. Man sieht schon da unten... Koalition aufblinken. Hier, okay, ein bisschen was fehlt noch. So. ja. Ist halt so ein bisschen das Problem an der ganzen Geschichte. Deswegen meine ich, ich hätte doch am Anfang mich viel mehr drauf konzentrieren sollen auf Amerika. Ich hätte nicht direkt rüber nach Europa. Wäre wahrscheinlich besser gewesen.
Ja, und selbst das ist eigentlich schon zu viel, weil ich ja... Es geht noch... Das ist schon zu viel. Ja, machen wir es mal so. Hätte mich am Anfang wegen Koalition sowas eben, wie gesagt, erstmal von Europa fernhalten und viel mehr auf Nord- und Südamerika konzentrieren sollen. Das war der größte Fehler tatsächlich, den ich gemacht habe. Ich wollte halt nicht wegen der Admin-Power. Aber jetzt, ich hätte damals schon mit mehr Vasallen arbeiten sollen, ich glaube, das ist das, was mir jetzt gerade so ein bisschen auf die Füße fällt. Und auch wenn ich jetzt hier gerade wahrscheinlich ganz schön Entwicklung wegschmeiße, deswegen habe ich es mir jetzt vorher gar nicht angeguckt, die Entwicklung. Ich wollte es gar nicht wissen. 11, 17... 22. Ja, hier. 24 Entwicklung. Insgesamt 30 Entwicklung. Ich habe jetzt ganz schön Entwicklung weggeschmissen. Aber ist egal. Es muss sein, Unterhalt Armee nehmen wir mit. Es muss einfach sein, ich kann nicht alles scoren, das geht einfach nicht. Okay, wir schicken einen zu den Erzürnten und einen zu den eigenen Untertanen. Oh, 700. Ich hätte gerne weiterhin hier noch einiges. Ja. Gut. Aber immerhin haben wir uns wieder mal ein bisschen Schatzmann. Hexioko Mattel. Ja, komm. Weg. Weg. Diplorep für 3. Nee. Wollen wir nicht. Wollen wir Kolonialreichweite? Wollen wir auch nicht. Oh, ich sehe gerade, wir sind auch schon bei 33 Minuten. Wahnsinn. Ja, komm, Beziehung verbessern, nehmen wir mal mit. Machen wir eh gerade. Okay, Leute, dann mal wieder danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Servus.